so, hallo. Jetzt endlich mal wieder ein Video von mir. Also ich war jetzt in der letzten Zeit doch ein bisschen eingespannt bei den Bienenvölkern. Jetzt habe ich gerade ein bisschen gefilmt gehabt an den Bienen oder gestern. Leider hat es mit dem Ton und der Bildqualität gar nicht gepasst. Und einfach mal, was habe ich jetzt die Tage gemacht? Also meine Bienenvölker sind jetzt relativ gut. Also sie sind einfach eine Woche zu spät im Schnitt, kann man sagen. Klar, es gibt auch Bienenvölker, die sind richtig. Aber wir haben jetzt den abblühenden Apfel und jetzt sind sie wirklich in Schwung. Ne? Also das hier hinter mir ist jetzt ein kleiner Standort, ein Reservestandort von mir. Man sieht, ein paar sind schon auf 2 Honigräumen, andere noch auf 1. Und dann habe ich noch auch ein paar stehen, die einfach meine Reserveköniginnen noch immer sind. Und die ich dann auch noch eigentlich meistens bis nach dem Raps behalte. Ne? Und dann eventuell bei der Rapshonigernte mit dem Kunstschwarm oder wie auch immer verstärkt dann. Ja, so ist im Wesentlichen jetzt gerade der Stand. Ich habe jetzt gestern auch bei den Bienenvölkern, die wir jetzt auf die Schwäbische Alb in Raps fahren werden, die Tage. Ich weiß noch nicht, wann genau ich das mache. Es kommt ein bisschen aufs Wetter an. Montagmorgen, Mittwochmorgen, ich weiß es noch nicht. Habe ich unten jetzt auch die Böden aufgemacht, dass ich das nicht mehr machen muss. Die bekommen jetzt dann noch, also die, wo jetzt schon Rapsanschluss haben, die Bienenvölker, die ich fahre, die bekommen einen zweiten Honigraum noch drauf. Und dann werde ich die fahren. Anfang der Woche gibt es ja noch mal ein paar kalte Tage. So lange lasse ich sie hier noch. Hier bei uns ist ja doch immer 2-3 Grad wärmer. Und dann fahre ich die auf die Schwäbische Alb zum Raps. Ich fahre jetzt dieses Jahr zum ersten Mal dann in 40er Gruppen. Also ich habe ja dieses Video, ich kann es auch nochmal verlinken. Ich habe mir da den großen Anhänger gekauft im Frühjahr. Da bin ich prinzipiell mal gespannt, wie das funktioniert, wie wir die Alp hinaufkommen. Vom zulässigen Gesamtgewicht ist es kein Problem, aber die Motorleistung muss ja trotzdem da sein. Ne? Also wir werden da sicherlich nicht arg flott unterwegs sein. Ja, prinzipiell, also Königinnen habe ich keine nachgezogen noch. Das mache ich auch eigentlich erst viel später. Ich brauche die jetzt noch nicht. Ich mache meine Völkervermehrung erst am Ende der Saison. Ich habe auch noch keine Ableger groß gemacht. Also ich nehme einfach immer die Brutwaben von ganz starken Völkern und verstärke damit ein bisschen diese mittelstarken. Die schwachen Völker, die mache ich gar nichts, die lasse ich, wie gesagt, oder die lasse ich einfach laufen und mache eine neue Königin oder verarbeite die dann später oder setze die zusammen. Also da setze ich jetzt nicht so viel Arbeit rein, weil zum einen sind es bei mir nicht viel. Also ich kriege da jetzt dann irgendwie nicht einen Bienenstand voll oder eine Gruppe voll, also zum Glück. Nicht ein Bienenstand oder eine Gruppe voll. Und es sind einzelne Bienenvölker, die bleiben einfach stehen. Wenn ich die Völker jetzt wandere, bleiben die am Bienenstandort stehen. Und dann fahre ich die irgendwann mal zusammen und kümmere mich, wenn es Zeit hat. Ne? Also das werden keine 10 Bienenvölker sein. Also insofern ist das einfach was, wo ich mache, wenn ich dann Zeit habe. Wichtig ist für mich einfach, die starken Völker zu stärken oder die mittelstarken, dass wir hier relativ gleichmäßig sind. Zum Schwarmtrieb vielleicht. Also ich habe nicht alle meine Völker durchgeschaut und das werde ich auch noch ein Weilchen nicht machen. Also ich habe da noch keine Tendenzen gesehen. Bei mir muss man ja auch sagen, es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass die im Honigraum viel bauen müssen. Dass die da frisches Wachs reinbauen, das ist mir wichtig wegen der Honigqualität und auch dem Bautrieb, dass die einfach beschäftigt sind. Ich meine, jetzt kommen, wie gesagt, die kalten Tage, schlüpfen unheimlich viele junge Bienen gerade. Also die Schwarmstimmung kann schlagartig kommen. Da muss man einfach jetzt ein bisschen drauf aufpassen. Vor allem, wenn der Raps blüht. Und
ja, das sind im Moment einfach so die Punkte, ne? Also zum Wandern mache ich auf jeden Fall ein Video, dass ihr dann auch seht, wie gurte ich, wie verlade ich, wie sieht das Ganze aus. Also das kommt dann, denke ich mal, im Laufe der Woche. Und ja, jetzt nutzen wir die kalten Tage noch, jetzt ruhe ich mich noch mal aus. Man könnte die Bienenstände frei mähen. Das habe ich jetzt bei zwei gemacht. Heute hat bisher eigentlich geregnet und sie haben eigentlich gesagt Regen bis Mittag. Und deshalb habe ich da jetzt auch keine Vorbereitung. Ich bin eigentlich jetzt gerade nur hier zum Bienenstand gekommen, weil ich gestern vergessen habe, den Akku an meiner Stockwaage auszuwechseln. Und ich gerade jetzt eben wissen will, welcher Stand welche Erträge hat, dass ich eben die Bienen entsprechend fahren kann. Also ich habe einen Bienenstand zum Beispiel mit 40 Bienenvölker, da gibt es keinen Raps. Also da haben wir jetzt den Blütenhonig ganz gut eingefahren. Aber da ist jetzt im Prinzip, rechne ich jeden Tag damit, dass da das Ergebnis deutlich nach unten geht. Und das will ich einfach wissen, weil dann fahre ich die an einen anderen Standort, wo eben eventuell noch Rapsanschluss ist. Oder ich fahre sie eben gleich auf die Alp. Also das ist jetzt diese Entscheidung, wo ich die nächsten ein, zwei Tage mache. Und wie gesagt, Mitte nächster Woche fahre ich dann die Bienen auf die Alp. Ja, also wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne wieder in die Kommentare. Würde mich auch mal interessieren, sofern messbar ist schon, was ihr an Frühjahrsblütenhonig geerntet habt bisher oder was ihr an Ertrag habt. Ob das für euch ein gutes Jahr war oder ein schlechtes. Also schreibt mir einfach mal eure Erfahrungen in die Kommentare. Ich freue mich. Und dann sehen wir uns ihr seht mich dann nächste Woche wieder mit dem Video über die Wanderung in den Raps. Also bis dahin, alles Gute, viel Erfolg und tschüss.